so geil. Ihr seht schon, es ist das beste Wetter. Wir haben Sonnenschein. Ich fahre wieder mal im Jersey. Die Regentage sind anscheinend jetzt endlich mal besiegelt. Und ich habe mir gedacht, heute muss ich eine Runde Radfahren gehen. Aber ich habe mir tatsächlich heute absolut gar keinen Plan gemacht, was ich jetzt heute für euch irgendwie filmen soll oder in welche Richtung das es geht. Ich habe einfach mal jetzt meine Fahrradklamotten angezogen, mein Bike eingeladen und bin hier bei mir im lokalen Umkreis jetzt eine Runde Radfahren. Tatsächlich war ich hier noch nicht ein einziges Mal Fahrradfahren. Man ist irgendwo in den Bergen unterwegs. Ja, und seine eigene Heimat erkundet man tatsächlich so ziemlich am wenigsten. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe mich dabei jetzt mal wieder richtig hart ertappt. Und genau aus diesem Grunde machen wir heute mal ein kleines Adventure-Video. Wir fahren einfach los, gucken, wo wir hinkommen, ob wir Trails finden, das werden wir sehen. Irgendwo da oben sollen sogar legale sein, ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal und ich würde sagen, ab ins Intro und viel Spaß beim jetzigen Video. Das ist aber schon wirklich krass, Leute, wenn man überlegt, wie kalt, wie verregnet es die letzten Wochen, Monate gewesen ist und wie schnell das dann der Frühling in der Natur auf einmal wieder da ist. Zack, innerhalb von kurzer Zeit erwacht wieder das blühende Leben, Blumen, alles ist da, das ist schon echt cool. Und jetzt geht es aufwärts, aufwärts, sagt man bei uns in Oberfranken, aufwärts, aufwärtsig, als Nauf, ja. Oh, das sieht ja geil aus. Eigentlich schon fast traurig, dass ich hier noch nie gefahren bin. Oh, was ist das hier? Oh, ja, ja, das geht. Uhu. Geil. Schnell bin ich wieder in die Realität zurückgekommen, als ich über eine Wiese fuhr. Leute, das war der absolute Sumpf. So schön die Kontraste dann auch sind, tolles Wetter, mal 18 Grad, ja, und dann wird es halt mal doch wieder etwas schlammig. Es gab eine gute Woche, jetzt so gut wie gar keinen Regen. Na? Also fast eine Woche eigentlich, fast eine Woche. Und was ist das Ende vom Lied? Die Karre sieht wieder aus wie Sau. Naja, das Gesprengelte nehme ich jetzt mal dahin von den Klamotten. Schön. Ah, okay. Nice. Bin ich hier richtig? Natürlich war ich da nicht richtig. Wenn man ja ohne Strava, ohne Komoot unterwegs ist, dann ja, verfährt man sich eben auch mal und man ist etwas lost in den Wäldern. Lob, Preis, Dank und Ehre der heiligen Dreifaltigkeit. Hier werden sogar solche Schilder hingestellt, dass man das dreilagige Klopapier einfach mal heiligt. Meinen die überhaupt, dass dreilagige Klopapier? Ach, eigentlich heißt es ja Dreilagigkeit und nicht Dreifaltigkeit. Da haben sie einen Fehler gemacht in der Beschriftung. Definitiv. Aber dreilagiges Klopapier ist schon gut. So richtig nach Mountainbike sieht das jetzt hier nicht aus. E-Biker Trespassing. Ich bin ein Sunsoft-Batteriefahrer. Ich fahre ein E-Bike. Rü-tü-tü. Grüße gehen raus an Patrick, Präsi, Schneider. Und somit findet auch das blindeste Huhn sein Korn und ich habe es geschafft zu den Einstiegen von den Trails hier in Lichtenfels. Mega. Jo, dann würde ich mal sagen, hier sind wir richtig. Alrighty, right. Let's go. Fahren wir mal in den ersten Trail, den ich hier noch nie wirklich gefahren bin, rein und rollen das Ganze mal ab, ey. Ich habe mega Bock jetzt. Oh, Alter! Wie witzig! Oh, oh ja! Boah, da geht's hier hoch. Junge, krass! Oh, voll witzig! Mega steinig hier alles. Alter! Was kommt denn da Hübsches? Ach, schlammig, schlammig. Der hat ein bisschen mehr Grip, wie es aussieht. Ja. Boah, doch nicht. Alter. Leck, der war ja cool. Nice. Aber wir gucken uns jetzt mal die anderen an.
Gott segne das E-Bike. Aber jetzt kommt bei mir tatsächlich so der kleine Hunger durch. Und bei dem kleinen Hunger, da gebe ich euch mal eine kleine Randinformation mit auf den Weg. Ach, und bevor ich es vergesse, Leute, wenn ihr mal einen richtig geilen Riegel probieren wollt, probiert mal die Produkte von Sven Check aus. Das ist richtig geile Energie. Ihr bekommt einen schnellen Schub, ist komplett vegan, ein richtig gutes Haferriegelprodukt. Und ja, ihr habt hier auf 125 Gramm einen richtig satten Energiewert. Das heißt, ihr habt hier 466 Kalorien pro 100 Gramm. Also das ist schon eine ordentliche Menge. Da geht schon einiges. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen außer Puste schon. Und ich schaue mir jetzt hier gleich mal direkt hier diesen Schoko-Bananen-Riegel direkt rein. Und der ist einfach nur geil. Und wenn ihr die auch mal probieren wollt, ihr könnt die bestellen. Und ihr bekommt von mir den 10% Rabattcode. Einfach eingeben bei eurer Bestellung. Unten final im Codefeld MikeRidesMDB eingeben. Und dann habt ihr 10% auf euren Einkauf von Sven Check. Ach Mann, ey, das sind immer so unfassbar schlechte Einleitungen in den nächsten Videoabschnitt. Also, naja, ich bin halt kein Profi-Mountain-Tuber wie der Toffer und der Freireiter-Flo. Die können das tatsächlich etwas besser. Ja, egal, ich fahre Mountainbike, also los jetzt. Also Krabbenberg. Hier jetzt die rote Linie, also rote Line. Ach leck, mich doch am Arsch. Also wir fahren halt jetzt da hier wegen Fahrrad. Links ist rot, da ist was schon wieder falsch abgebrochen. Durch meinen Geschmack. Oh, ist Komoot. Boah, mal nein hüpfen. Da auch noch mal ein bisschen. Ey, jetzt muss ich hier ein bisschen Speed rausnehmen. Ich habe mich null Schimmer, was hier auf mich zukommt. Oh, was ist das jetzt? Alter. Okay, boah, rutschig. Junge. Oh, fuck it. Okay, geil. Hast überlebt? Schon mal gut. Ja, ich habe schon mal überlebt. Oh, hier ist Vorderrad voll eng geblieben. Irgendwie. Aber geht noch seinen Gang. Hier fahre ich aus. Sehr schön. Ja, voll falsch gefahren, diese Kurve. Macht aber nichts. Es ist hier Schlamm. Schön. Nochmal Schlamm. Jo, schön. Also, das war jetzt die rote Krabbenberg. Geil. Okay. Ja, bis auf die nassen Stellen fürs erste Mal umgesehen. Will ich jetzt mal nicht klagen, ne? Sehr geil. Die legalen Trails hier auf dem Krabbenberg im oberfränkischen Lichtenfeld sind wirklich verdammt cool angelegt. Da ein großes, großes Lob an die ganzen Beteiligten, die hier mit gebaut haben. Von blau, rot bis schwarz gibt es hier jede Menge Lines. Ich empfehle euch, nicht zu zeitig im Frühjahr hier zu fahren, denn es ist da noch verdammt schlammig. Alright, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal in den schwarzen. Ich weiß nur, ich habe da mal ein Video gesehen, da ist irgendwie ein Drop drin, aber ich glaube nicht allzu heftig. Aber ja, wie es immer ist, auf Videos sieht das immer anders aus. Aber ja, wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Fahren jetzt mal hier Krabbenberg, die schwarze Line. Erste Mal komplett auf Sicht. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Und ich würde sagen, let's go. Es startet auf jeden Fall schon mal mit etwas Gerumpel hier. Und das Gerumpel geht direkt instant weiter. Ach, da ist der Drop. Da ist der Drop. Wir machen eine. Okay, geil. Wir haben ihn gemacht. Sehr schön. Es kommt hier. Ich war außen. Wow. Leute, wie ich es vermutet habe. Ja, das ist tatsächlich hier noch gut rutschig. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben, gleich hier beim ersten Mal runterfahren. Ich weiß ja nicht, was da kommt und überhaupt. Junge, schlammig ist es hier. Sehr schlammig. Der Auslauf von den offiziellen Trails hier in Lichtenfels. Aber sehr geil.
Ja, hier geht's weiter, drei Lines. Ich würde sagen, ja, direkt rot und ja, gucken, was kommt, hätte ich gesagt. Wir fahren auf Sicht, let's go! Auf Sicht, Farmer! Geil! Ich glaube, Leute, da geht's, ja klar, geil, da geht's noch weiter. Das gehört auch noch mit dazu. Oh, cool. Witzig. Cool. Nicht schlecht. Eins muss man den Leuten hier in Lichtenfels wirklich lassen, die haben wirklich gewusst, was sie hier bauen und ich glaube, das hat auch noch weiterhin viel Potenzial, dass da ordentlich was geht und viele Leute auf den Trails unterwegs sind. Von mir gibt es auf jeden Fall Daumen nach oben dafür. Leute, ich habe so einen unfassbar großen Durst, ich schnappe mir jetzt erstmal ein leckeres Radler und nehme das direkt hier aus der Kühltruhe raus, nehme das mit und habe mir gedacht gehabt, hey, bei 18 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein, da baller ich mir direkt mal ein Radler rein. Boah, und wisst ihr was? Ich lasse mir jetzt erstmal hier so ein richtig geiles Gößler Naturradler jetzt erstmal schmecken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gemacht hat, aber ich fülle jetzt einfach das Radler und hier den schönen schmucken Rest in meine Fitlook-Flasche und werde das einfach instant so mitnehmen. Schwer alkoholisiert beende ich jetzt hier mit das Video, weil ja im Grunde genommen ich Alkohol trinke. Und da ist so ein Radler, das ballert schon ordentlich bei mir in die Schalmeien ein. Ich hätte halt mal wieder unfassbar Bock, jemanden zu verarschen. An der Ampel. Smalltalk, pass auf, Leute, Smalltalk. Hallo, nett erschrecken. Okay. Wunderschöner Tag heute, nicht wahr? Wunderschön. Es wurde mal wieder Zeit, dass das Wetter besser wird, tatsächlich. Oh ja, da haben Sie recht, ja. Ja, im Wald war es ein bisschen schattig tatsächlich, aber im Großen und Ganzen war es schön. Ja. Ja, aber auf der Straße kann man mit so einer Kalkofe-Mattscheibe ja eigentlich auch ganz gut Fahrrad fahren. Das geht, das ist ein wunderschönes Straßenrad, kann man sagen. Einen schönen Tag wünsche ich, gell? Tschüssi. Ja. Ich habe manchmal so das Gefühl, die Leute sind Smalltalk gar nicht mehr gewöhnt. Also irgendwie denken die dann so, ah, der will mich fressen oder... Ah, nimmt der mich jetzt mit? Ist der liebt der Omas oder was ist mit dem los? Ja, Freundlichkeit halt und so. Ja, GDI. Ja. Ja, okay. Also jedenfalls seid immer nett zu den Menschen und scheut auch nicht mal irgendwie den Smalltalk, genau. Also ich habe jedenfalls mein Auto jetzt hier wiedergefunden und ich würde sagen, ich werde mich jetzt noch einmal an euch wenden mit einem Abschlusswort des Tages. So, liebe Leute, das war's hier von den legalen Trails aus dem Landkreis von Lichtenfels hier in Oberfranken. Endlich habe ich es auch mal geschafft, dass ich hier gefahren bin. Das Rad sieht aus wie Sau, ich sehe aus wie Sau. Ich habe gedacht, es ist trocken, ja, Arschlecken, tralala, scheiße war's. Egal, hat Spaß gemacht. Wenn euch der Streifen gefallen hat, dann haut auf jeden Fall ein Abo unter dieses Video, klickt mal rein, ich würde mich mega drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Streifen. Tschüss, bye bye, ich bin raus, bis zum nächsten Video, bye.